So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Phasmophobia zusammen mit Vetti. Vetti ist da. Vetti ist da. Und mir, dem Dommi. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Ich werde die 180 erreichen. Hä? 108. Wie weit bist du denn? Dieses Mal geht es in ein Edgefield Street House. Schwierigkeitsgradanfänger, wir sollten ein Thermometer mitnehmen. Du kriegst einen Ball auf den Kopf! Ich hab meine Sachen dazu packen, glaube ich. Würde ich erst alle deine Sachen dazu gepackt? Ja. Gut. Mein ganzer Besitz! Start. Oh. Ich wollte gerade den Ball werfen. Die 180, ich finde den nicht auch. Das nehmen. Das. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Bist du hier? Kruzifix daran. Es funktioniert! Fotografieren Sie. Okay. EMF-Reader, dreckiges Wasser, wirklich. Dreckiges Wasser und Kruzifix. Geist, James Jones. Schon wieder alleine. Also langsam wird's lächerlich. Mr. James Jones. Quasi JJ. Okay. Damit wie gesagt, rein, raus, fertig. Ich guck gleich oben. Alles klar. Gerade Leute, nichts Besonderes. Suchen wir weiter. Was ist Teddy? Teddy? Okay. Hast du ihn schon? Nein. Was war das? Was? Ich habe Schloss, ich habe Schloss gehört. Auch nicht. Okay, suchen wir weiter. Das ist immer schwierig. Der Geist hört uns nicht. Ich dürfte nicht so viel sagen. Muss leise sein. Nö. Ich glaube, ich... Oh, deswegen. Tommy! Hast du einen Teddy geworfen? Dann ist er da drinnen. Aber hier ist nicht hier. Entweder hier drinnen oder da drinnen vielleicht? Nachdem wo der Teddy war. Ich weiß nicht, wo er war. Also ich habe einen gesehen. Ich habe einen gesehen, aber ich weiß nicht, ob es der ist. Warte mal. Wo war denn der? Hier, hier. Hier Lager, hier war der Teddy. Den habe ich hier 10, ja, 9 Grad, okay. 9 Grad. Soll ich mal mit ihm quatschen? Kameras platziert. Wie viel Grad? 8,6. Gut gemacht. Bist du hier? Tommy, 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 Tommy. Er ist close. Ja, ja, ja. Okay, hol mir mehr Zeug. Okay, wir haben Geisterbuch.
Geisterbuch. Geisterbox. Box. Richtig. Entschuldigung. Box. Ich nehme mir das Kruzifix kurz. Hast du den Teddy mitgebracht? das Buch. Okay, der Teddy kriegt jetzt nicht mehr in. Warte, wo die komme. Ja, das mit Teddy war super, super interessant. Was war das? Oh mein Gott, das ist Kruzifix, oder? Was? Bertie, war das das Kruzifix? Ist es weg? Nein. Liegt das Buch da irgendwo drin? Ich meine, das Buch ist weg. Achso, das Buch ist da drin, ja. Oh, wo? Auf dem Schreibtisch, damit das Kind schreiben kann. Hast du das hingelegt? Nö. Ich auch nicht! Also, ich hab's nicht hingelegt! Sag ihm mal, er soll ins Buch schreiben. Oh, was war das, Leute? Hab ich das Buch im Inventar? Ich hab nichts. Ich hab kein Buch im Inventar. Nein? Warte mal. Ich nehme mir. Das sind die Hand? Aber das Buch muss wegsparen. Ja, ich hab das Buch nicht mehr. Mein Buch ist weg. Hattest du? Was? Hattest du? Komm mal rein. Ich hatte das Buch und jetzt ist es weg. Okay. Also liegt irgendwo und das ist die Panik geworfen. So fick war das? Kruzifix, EMF-Reader. Teste den EMF-Reader. Machst du mal das Licht im Raum aus? Und die Kamera... Oh, Geisterorb! Genau neben dir. Ich sehe ihn nicht. Wirklich. Poltergeist, Chin und Mare. Hier. Lichterflackern. EMF. Gefrier. Poltergeist. Fingerabdrücke. Hast du schon mal nach Fingerabdrücken geschaut? Hab ich gerade. Und? Nein. Meistens an der Tür oder an den Lichtern drin. Am Teddy auch nicht? Ja? Am Teddy? Teddy auch nicht, den habe ich ja. Deswegen habe ich ihn mitgenommen gehabt. Ah, okay. Dann muss entweder Geisterbox oder Gefriertemperatur passieren. Nein, nicht Geisterbox, EMF-Reader. Ja, ja, toll. Ich Idiot. Was denn? Drei? Versuchst du mal nicht die... Fünf! Gut. Gut. Ja, dann wissen wir, wer es ist. Ist ein Djinn. Wir hatten noch nie einen Djinn. Ein Djinn. Was sagt denn ein Djinn aus?
Ein Djinn ist ein traditioneller, ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Oh, der heißt, wir müssen die Sicherung rausnehmen? Scheinbar. Geisterbox, Geisterop. Ja, das muss aber sein. Interessant. Und fehlen auch Aufgaben. Aufgaben? Kruzifix. Toll. Waschbecken. Oh. Weißt du, wo. Das ist die Kamera, ne? Weißt du, wo die Sicherung war? Nein. Im Garage, oder? Aber. Schauen wir mal schnell. Den Ort seinen Strom zu entziehen. Na, hier nicht. Ja, aber das Licht. Ey. Hier. Oh Gott. Leg das aus. Strom entziehen. Ich hoffe, das stimmt so. Ich hoffe auch. Testen wir es einfach. James Jones. Hier. Ach ja. Achso, so. Ja, ich hab das glaubt nicht. Gibt's keins. Nice. James Jones, würdest du bitte kurz Wasser laufen lassen? Dreckiges am besten? Das ist super nett. Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Schenke ich dir. Bleib die Tasse. Tommy? Ja. Lässt du Wasser ein? Ja. Okay. Das brauchen wir auch nicht mehr hier. Um. Ha. Nosferatu! Ich hab ein neues Smartphone, das nehme ich mit. Und dann? Gut. Ha. Moment. Zählt das nicht als. Ah, oh, schade. Okay, machen wir es jetzt. Geht's mir nicht mehr so schlecht, dir immer so gut. Ich habe absolut keine Ahnung. James Charles. Okay. Wie machen wir das mit dem Kruzifix? Weiß ich nicht.
Schon die Taste dahin gelegt? Ja, ich hab die dahin geschmissen. Du musst die in den Raum legen, das Kruzifix. Das weiß ich. Okay. Und wenn er versucht, dich heimzusuchen, dann verhindert das Ding das. Super, das ist doch großartig. Ich glaube, ich hau ab. Das Kruzifix hat nichts gemacht. Tommy, komm mal in den Van. Also, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt im Van bist. Du müsstest mich auch ohne den Funk jetzt hören. Oder nicht? Du solltest mich hören. Ja. Ich verstehe das Kruzifix immer noch nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Und das dreckige Wasser ist eine Kackmission, die wir nicht machen. Dementsprechend. Ich denke, wir gehen. Was meinst du, Tommy? Ja, Tommy sagt definitiv ja, wir sollten gehen. Ich sehe das. Deswegen, fang! Und, fang! Es ist ein Bild, da bist du drauf. Und zwar tot. Das ist toll. Ja, also ich gehe da mal. Also Tommy, einlocken, ich gehe da mal. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Toll, ich bin eine Pussy. Bertie ist eine Pussy. Ja, sag ich doch. Aufgabe 1, 5. Aufgabe 2, 5. Aufgabe Fotos, 5. Versicherung, 65. Insgesamt 80. Ja. Na, Bertie ist Level 5. Ja. Achso, ich habe ja gar nichts mehr. Ich brauche eine Tassenlampe. Ich verstehe das Kruzifix nicht. Brauche ich noch Taschenlampe? Was brauche ich noch unbedingt? Achso, ein Thermometer. Okay. Nein, ich auch nicht. Das Thermometer ist komisch. Kruzifix. Ja, fix. Hey, 40. Okay. Ja, ich sollte uns ein bisschen mehr schlau machen, wenn du was meinst du? Ja. Also Leute, bis zum nächsten Part. Machen wir uns schlau. Ja. Über das Kruzifix. Und das Wasser, wie triggert man das? Also ist es einfach nur wirklich random, dass du Glück haben musst? Wirklich. Aber wir werden es rausfinden. Ja, wir werden es rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.